Klebe, ich liebe diesen Stift. Und zwar darf ich euch heute die neue Pride Box von Maxim und Piyush vorstellen. Ich habe hier, zeige euch so ein bisschen den Auftrag und was man daraus so machen kann. Man kann auch noch. Hey, meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen, mal wieder ganz besonderen Video. Heute haben wir aber wirklich einen ganz besonderen Anlass. Ihr seht schon, es ist heute sehr farbenfroh. Ich hoffe, eure Augen können es aushalten. Wir haben einen ganz besonderen Anlass. Und zwar darf ich euch heute die neue Pride Box von Maxim und Piyush vorstellen. Ich habe hier alle Produkte da. Wir werden sie auch gleich gemeinsam ausprobieren. Vorher unboxen wir einmal. Und genau, ich habe letztes Jahr schon die Pride Box selber von mir aus bestellt. Da habe ich mit Piyush noch nicht zusammengearbeitet. Und genau, die war so toll. Ich habe sie so sehr geliebt und ich liebe die Produkte daraus bis heute. Und genau, wir haben heute auch wieder sehr schöne Produkte dabei und ich zeige euch so ein bisschen den Auftrag und was man daraus so machen kann. Man kann auch noch garantiert sehr viel mehr daraus machen, als ich daraus machen werde, weil ich heute nicht ganz so krass bunt werden werde. Aber das Besondere daran ist natürlich, letztes Jahr war das halt auch so, dass ein Teil des Erlöses dieser Box an eine wohltätige Institution gespendet wurde. Und das haben wir dieses Jahr auch. Dieses Jahr gehen nämlich 5 Euro pro Box von Piyush und Maxim an die DKMS. Und das finde ich auch ziemlich, ziemlich cool. Ich bin da auch schon registriert. Ich meine, seit ich 18 oder 19 war oder bin und bin, war. Und finde ich eine richtig tolle Sache. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ihr erhaltet in dem Paket im Wert von 128,40 Euro 6 Artikel. Und das kostet normalerweise 99 Euro und 90, genau. Ich habe heute einen ganz besonderen Code. Ich blende ihn euch jetzt hier ein, dann könnt ihr darauf 20% sparen und bezahlt noch knapp 80 Euro, bisschen drunter. Genau, das kann ich euch heute anbieten. Vielleicht ist ja was dabei. Meistens, das war letztes Jahr zumindest so, da waren halt so viele Artikel drin, die ich sowieso ausprobieren wollte und hatte dann halt krasse Ersparnisse letztendlich. Und vielleicht ist das ja hier bei euch auch so. Wir haben schöne Marken dabei und genau, wir fangen jetzt einfach an endlich. Genau, ich möchte anfangen mit für mich den interessantesten Artikel einfach mal. Das ist von Danessa Myricks. Das ist der Infinite Chrome Micro Pencil. Genau, den kriegt ihr dann in einer von 3 verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier Emerald, da bin ich auch sehr froh drüber. Das war die, die ich haben wollte am liebsten. Und dann habt ihr noch ein Amethyst-Ton und etwas, das hieß irgendwas mit Bronze, also dann nochmal was Neutrales. Genau, ich bin super gespannt. Ich habe mir die Produkte selber jetzt noch nicht so angeguckt, deswegen weiß ich, oh Gott, ist die Verpackung alleine schön. Schaut mal, hier, das ist so ein, oh Gott, so ein, ja, Multichrom letztendlich. Schon von der Verpackung her wunderschön, ganz fein. Und das ist auch so ein, ja, wirklich so ein Mikro-Ding. Unglaublich. Die Firma bzw. die Dame ist ja auch bekannt für diese ganzen Glitzertöne und oh Gott, die sind immer so krass, ne? Ich habe mir gestern auch von meiner Freundin, die mir ein bisschen was über sie, oh Gott, Multichrom, ja. Also der changiert blau, grün, Smaragdfarben. Ich glaube nicht, dass das die Kamera so krass einfangen kann, aber ist das schön. Oh mein Gott, also dafür hat sich schon fast gelohnt, genau. Die Sachen sind natürlich auch dementsprechend im Einzelpreis etwas intensiver. Ich blende euch auch die Preise davon ein. Ich habe gerade nicht alles im Kopf, aber genau. Also den werde ich auf jeden Fall nachher in meinem Make-up benutzen. Dann haben wir hier von Catrice eine Pro Slim Eyeshadow Palette. Das ist die Desert Romance. Ich meine, die kam mit dem letzten Sortiments-Update. Also auch was schön Frisches, Neues. Hier ist es jetzt halt insofern schön, dass auch für Leute, die lieber neutrale Looks mögen, eben jetzt was Schönes dabei ist. Die kann man sowohl im Sommer gut benutzen, die Farben, als auch im Herbst. Man kann sie eigentlich immer benutzen. Es ist ja so eine etwas wärmere, neutrale Palette, würde ich sagen. Gut, wir haben ja auch Gelb und alles drin. Ne? Mal gucken, was ich damit gleich zauber. Ich denke eher etwas Neutrales, wie die Palette ja schon hergibt. Das ist halt das Interessante für die Leute. Ne? Also die meisten mögen ja doch Nude, aber es gibt halt auch viele ordentliche Künstler, richtige Künstler, die werden auch jetzt wahrscheinlich diese ziemlich beispiellose Palette kennen, beziehungsweise Marke. Das ist die Suva UV Primaries, glaube ich, genau. Das ist eine Palette mit 5 Farben, wie ihr sehen könnt, die ihr auch, denke ich, ich versuche das gleich mal untereinander mischen könnt, sodass ihr zum Beispiel auch grün erhalten könnt oder lila. Damit kann man dann halt recht viel anfangen. Ne? Ich habe auch schon in einem Sneak Peek Video von Maxim gesehen, dass er ja auch einfach die Farbe schwarz als Eyeliner benutzt hat. Ihr habt hier einen schönen Pinsel drin, der ist super fein und ja, wenn ihr die Farben jetzt hier so seht, dann kommt da auch gar nicht so richtig was runter, wenn ihr darauf geht. Also es ist halt wirklich, habe ich das überhaupt schon gesagt, also es ist
dafür da, dass ihr das mit Wasser aktiviert. Habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt, ne? Naja, ich habe hier schon ein bisschen Wasser. Das werde ich mir hier gleich alles teilweise mal auf dem Teller anmischen. Ich werde diese Palette aber überwiegend auf der Hand einmal swatchen für euch, weil ich da tatsächlich auch recht ungekonnt wahrscheinlich meinen Look mit kaputt machen würde. Genau, aber finde ich mega cool. Habe ich nämlich so noch nicht gehabt. Und wie gesagt, ich denke, Leute, die da sowieso immer sehr künstlerisch unterwegs sind, denen wird das auch einfach ein Begriff sein, diese Marke. Finde ich ziemlich cool. Habe ich auch selber noch gar nicht da. Genau, dann haben wir etwas, wovor ich ein bisschen Angst habe tatsächlich. Aber wir werden das nachher auf jeden Fall trotzdem benutzen. Das ist hier von Ofra, auch eine ganz tolle Marke. Die sind für ihre Highlighter bekannt. Rodeo Drive Make-up Fixer. Genau, also das ist ein Fixing-Spray. Das hat aber eben natürlich einen Schimmer. Und Rodeo Drive ist eine etwas, ja, so eine bronzefarbige Farbe. Und genau, ihr könnt das hier schon sehen. Also ich habe den auch als ganz normalen Highlighter, finde ich für meinen Hautton zum Beispiel sehr schön. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das für manche hellere Hauttöne dann eben zu dunkel ist. Das könnt ihr auf eure Base sprühen. Ich denke, ihr könnt es auch unter die Base machen. Ihr könnt euren Körper jetzt damit im Sommer, denke ich, ist das auch eine richtig schöne Sache. Oder wenn ihr jetzt auch wirklich auf irgendwelche Veranstaltungen geht, die dieses Pride-Thema aufgreifen, da ist das bestimmt auch eine schöne Sache, wenn einfach der Körper so richtig da glänzt. Genau, wir werden das gleich ausprobieren. Ich werde das überwiegend einmal auf meinen Arm aufsprühen und dann wahrscheinlich als Highlighter eine Pinsel setzen, weil ich Angst habe, mir das aufs ganze Gesicht zu sprühen, weil ich da auch nicht so der Typ für bin. Aber wir werden das dann eben so austesten. Dann haben wir hier noch von LH Cosmetics. Da bin ich auch super gespannt drauf. Das ist das Infinity Lip Gloss und das hat so eine interessante Farbe. Ich bin gespannt, ob man das auch als Blush benutzen kann. Bin mir nicht ganz sicher, aber das ist die Farbe Pastel Peach und ich hatte auch, glaube von der Firma hatte ich noch gar nichts. Es sieht auf jeden Fall super schön aus. Also gerade für, also so für einen natürlichen Look könnte ich mir, ach nee, wartet mal. Jetzt eben sah das, das sah total farblos aus. Moment, also ja, dann werde ich es natürlich nicht als Blush benutzen, aber ich glaube, das ist, nee, da hinten kommt Farbe, okay. Also es kommt auch Farbe mit raus. Wir gucken uns das gleich ein bisschen genauer an und dann möchte ich euch noch den letzten Artikel zeigen. Ich glaube, ich habe alles sonst, ja. Auch von LH Cosmetics und da bin ich auch super gespannt drauf, weil ich Mascaras liebe. Habt ihr noch eine Mascara dabei, dann könnt ihr halt, das finde ich halt ganz schön, ihr könnt jetzt hier was total Krasses machen mit den Farben oder ihr macht halt einen Alltagslook, ne? Könnt dann mit Liner, ohne Liner, aber eben auch eine Mascara dabei und die braucht man ja sowieso immer irgendwie. Und da hoffe ich, dass die ziemlich gut ist. Ich kriege die jetzt gerade nicht auf, Moment. So, kommt in so einer schönen, etwas kleineren Verpackung als normalerweise. Zumindest von außen ist die so. Wie viel Milliliter haben wir denn hier? 9,2. Also ist nicht weniger drin als in anderen. Das ist auf jeden Fall cool. Und dann haben wir hier ein Silikonbürstchen. Die Form kann ich nicht so ganz beschreiben, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als könnte man damit gut was anfangen. Eventuell, ich werde mal gucken, wie das ist, ob man die schichten kann. Weil manchmal sind diese, sie erinnert mich gerade so, nur so ein bisschen an die MAC Stack Mascara, also das Bürstchen, und, aber ein bisschen feiner. So, wir fangen jetzt an. Ich weiß gar nicht, womit fange ich denn an? Ich fange an mit den Augen einfach und dann ja, arbeiten wir uns einfach durch. Falls ihr wissen wollt, wie das alles performt, tut mir leid, ich bin heute extrem aufgeregt, weil ich schon wieder extrem erfreut bin. Und genau, das kommt übrigens alles in so einer Box. Und gut, jetzt habt ihr auf jeden Fall den Inhalt. Wie gesagt, der Warenwert sind 128,40 €. Und Normalpreis 99,90 € und mit dem Rabattcode dann eben knapp 80 €. Also falls da jetzt Sachen bei sind, das lohnt sich auf jeden Fall. Die Sachen sind ja auf jeden Fall etwas hochpreisig, ne? Ich habe mich auch über die Box vom letzten Jahr so gefreut. Da war der Nabla Primer drin, da war die Luna Beauty Eyeshadow Palette drin. Alleine deswegen hat es sich schon gelohnt. Da war auch noch ein Blush drin. So wunderschöne Produkte einfach und ich liebe die bis heute, ne? Mega, mega, mega. Nun gut, wir fangen jetzt an. Ich würde sagen, ich fange erstmal mit dem neutralen Lidschattenlook an. So, starten möchte ich gerne hier mit dem Ton Eden. Oh, hoppala, bin ich rübergerutscht ein bisschen. Genau, mal gucken, den gebe ich mir jetzt auf jeden Fall hier in die Lidfalte. Ist ja auf jeden Fall auch direkt da. Diese Eyeshadow-Paletten sind ja immer so ein bisschen, also manche von denen sind ja wirklich, wirklich richtig schön. Manche nicht so. Ich hoffe, die hier ist schön. Aber ich gehe mal davon aus, sonst hätte er sie nicht reingepackt. Ja, das lässt sich auf jeden Fall jetzt schön leicht verblenden. Und es wird nicht fleckig, obwohl ich meine Base hier jetzt gerade gar nicht abgepudert habe. Aber das finde ich tatsächlich jetzt sehr schön gelungen. Dann gehe ich hier direkt einmal in den hellsten Ton. Wie heißt der? Pure. Genau, den gebe ich mir dann hier oben einmal schnell unter die Augenbraue, damit das ein bisschen frischer aussieht, ein bisschen cleaner. Damit kann man auch noch mal so ein bisschen hier die Kante leicht
ausblenden, obwohl das eigentlich gar nicht nötig ist. Ich mag das ganz gerne. Es ist halt gleich so ein Highlighter, der die Augenbraue so ein bisschen anhebt und ihr seht dann auch gleich ein bisschen frischer aus. Das scheint tatsächlich auch, also dieser Pure-Ton, ich weiß nicht, ob der einen Schimmer hat oder ob der einfach nur so pigmentiert ist, aber ich habe das Gefühl, der schimmert so ganz leicht. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich eher in die rötliche oder in die braune Richtung gehe. Ich denke aber, ich werde eher in die braune Richtung gehen, weil ich ja auch gleich noch als Farbakzent diesen schönen Emerald-Ton habe. Aber ich bin da eben nur ganz kurz einmal mit den Fingern reingegangen und trotzdem ist da, das Pigment ist da, ne? Also da kann man nichts sagen. Also gehen wir hier jetzt in die Farbe Smoke. Und den gebe ich mir jetzt ganz klassisch. Oh, hier außen hin, guckt mal, wie dunkel der ist. Krass. Jetzt gehe ich nochmal in die Farbe Pure mit so einem etwas flacheren, fester gebundenen Pinsel und möchte mir hier den Innenwinkel so ein bisschen, also nicht direkt den Innenwinkel, sondern ein bisschen weiter hoch, möchte ich mir ein bisschen aufhellen. Ich habe jetzt hier nochmal ein paar von den Schimmertönen geswatcht. Die sind auf jeden Fall auch sehr cremig, finde ich sehr schön. Moment, ich hoffe, man kann das jetzt hier sehen. Ja, doch, guckt mal, die sind auch wirklich sehr schön auf dem Emerald hier. Naja, aber ihr seht, dass das gut pigmentiert ist, dass das sehr schön cremig ist und auch recht fein. Das finde ich gut. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was ich mir... Ach Mensch, hier habe ich das doch. Was ich mir hier jetzt nochmal auftrage. Ich denke, ich bleibe da jetzt eher bei diesem kühleren Ton hier unten. Genau, den gebe ich mir dann jetzt hier nochmal so drauf als Übergang. Dann ist das hier oben schon fast ein ganz normaler Lidschatten-Look auf jeden Fall, der ein bisschen kühler ist, außer hier oben. So, ich passe jetzt mal kurz das andere Auge an. Ich habe mich jetzt gerade noch mal kurzerhand entschlossen, hier jetzt doch etwas wärmer zu werden, weil ich einfach gerne die Vielfalt der Palette austesten möchte. Genau, deswegen gehe ich jetzt hier halt noch mal in einen etwas wärmeren Schimmerton und gebe mir den dann hier hinten dann noch mal rauf. Hier so. Das funktioniert auf jeden Fall. Oh, guckt mal, das funktioniert ganz toll. So, nehmen wir jetzt Golden Hour oder... Die Light. Ich glaube, ich packe hier vorne die Light nochmal mit hin. Also die, das ist wirklich eine schöne Palette, gerade wenn man bedenkt, dass die normalerweise nur 10 Euro kostet. Ich hatte mich von der jetzt tatsächlich ein bisschen ferngehalten, weil ich halt schon ein paar davon hatte, die nicht so gut waren. Aber die hier ist wirklich ganz gut. Bei Maxim kann man sich auf jeden Fall auch immer darauf verlassen, wenn der etwas für gut befindet, dann ist das in der Regel auch gut. Genau so, jetzt haben wir hier so einen... eher Sonnenuntergangston und der andere ist ein bisschen kühler. Ich weiß jetzt gerade nicht so genau, was ich lieber mag. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Seite ihr schöner findet. Ich hatte das jetzt gar nicht vor. Aber der Aufbau ist ja ähnlich, nur dass man unterschiedliche Töne gewählt hat. Mal gucken, wie das jetzt aussieht, wenn man das abnimmt. Ich mag diesen Effekt so gerne, wenn das so eine krasse Kante hat. Ja, also ich glaube doch, mir gefällt diese Seite ein bisschen besser. Jetzt gerade auch zum T-Shirt finde ich mega schön. Hat irgendwie was Festivalmäßiges, wenn es auch nicht so krass bunt ist. Aber für Leute, die ein bisschen dezenter gerne zu einem Festival gehen. Ich finde es gerade einfach total schön sommerlich. So, also tatsächlich eine ziemlich schöne Palette. Wirklich richtig schön. Ich werde jetzt eben mal die Mascara ausprobieren, wenn wir schon mal bei den Augen sind. So, erste Schicht gemeistert. Die finde ich tatsächlich richtig gut. Also, ich dachte erst, das wird nichts. Aber das war schön einfach. Ich finde, sie hat schön getrennt. Und ja, ich werde gleich noch eine zweite Schicht auftragen. Gefällt mir bis jetzt auf jeden Fall gut. Ich trottel. Ich hab den Stift vergessen. Oh Mann. Okay, also dann nochmal den Stift. Ich habe ihn vergessen gerade. Also der von Danessa Myricks. Der Infinite Chrome Micro Pencil in Emerald. Oh Mann. Gespannt, wie das zu den Augen aussieht. Mensch, ich wollte den hier so richtig schön dick unten auftragen. Jetzt habe ich da halt schon Wimperntusche. Oh, oh mein Gott, sieht das schön aus. Oh mein Gott, ich werde nicht mehr. Oh mein Gott, ist das schön. Ich liebe ihn, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Maxim, ich liebe diesen Stift. Der ist wunderbar. Den könnte man jetzt hier sogar noch. Ich werde den jetzt ein bisschen ausblenden lassen, weil ich garantiert keinen schönen Wing jetzt hinkriege. Den kann man hier jetzt so ein bisschen... Oh Gott, ist das schön. Dieser Stift... Ich glaube, ich brauche mehr von dieser Dame. Oh.
Könnt ihr das sehen? Ich weiß nicht, ob das so changiert. Ich komm mal noch ein bisschen dichter. Müssen wir mal auf Tuchfühlung gehen. Könnt ihr sehen, diese wunderschöne Multichrome-Farbe, ist die nicht, wow, mal grün, mal blau. Ich finde es mega schön. Oh mein Gott, ist das schön. Ich freue mich gerade extrem. Mal gucken, wie das auf der anderen Seite aussieht. Da habe ich jetzt noch nicht die Wimpern getuscht. Ich habe sie ja, wie gesagt, eben gerade vergessen. Oh mein Gott, wie das aufwertet nochmal. Da kann man ja auch nochmal so richtig schön weit runtergehen. Man möchte sogar ziemlich weit runtergehen, damit diese Farbe überhaupt bemerkt wird quasi. Gerade auf der Seite finde ich es gerade so wunderschön in Kombination. So schön. Echt. Oh Gott, ich werd arm werden, weil ich den Saft trage und immer nachkaufen muss. Ist der schön. Oh mein Gott. Ist der. Also, ich werde nicht mehr. Eine Ewigkeit später. Ihr Süßen. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt mein Make-up ein bisschen angeglichen. Ich möchte es heute einfach gerne drauf lassen und ich wollte jetzt nicht die Produkte verschwenden, weil die halt auch nicht gerade günstig sind und einfach so schön. Schaut euch das an. Sorry. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera auch so schön aussieht, aber alleine dieses. Dieser Farbakzent hier unter. Ich habe das letzten Sommer schon immer so gern getragen mit einem Türkis. Und das jetzt, das ist Next Level. Also richtig schön. Mascara habe ich 2 Schichten drauf. Die lässt sich gut schichten tatsächlich. Die werde ich mit Freude weiter benutzen auf jeden Fall. Und ich freue mich so, dass ich... Also ich finde es extrem schön. Ja, da bin ich sehr überrascht. Da hatte ich ja eh schon gedacht, das wird toll. Mega. Mascara ist auch richtig, richtig gut. Also sehr gut durchdacht. Funktioniert sehr gut. Jetzt muss ich nur noch gut halten. Ich bin total begeistert. Genau. Lipgloss. Mann, jetzt ist gerade in die Kamera ausgegangen. Ich hatte gerade über den Lipgloss gesprochen. Also ich habe den ja jetzt schon eine Weile drauf. Man merkt ihn tatsächlich nicht mehr. Es fühlt sich an wie Lippenpflege. Man sieht ihn noch so ein bisschen. Und oh hoppala, jetzt sieht man hier so ein bisschen noch die Farbe. Ich werde das mal so ein bisschen nochmal einarbeiten hier. Also gibt nicht extrem viel Farbe, aber so ein bisschen peachiges, frisches Finish, finde ich ganz schön, pflegend, zieht keine Fäden, kann man auf jeden Fall gut machen. Und genau, oh, hier ist noch was. Hier sind ja noch 2 Artikel, die wir testen wollen. Jetzt wollte ich hier einmal schnell den Highlighter auftragen und danach mischen wir auf jeden Fall nochmal aus der Suva-Palette ein bisschen was. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe Angst. Was? Hab mir jetzt mal schnell hier ein Handtuch geholt und werde da meinen Arm rauflegen und das einmal sprühen. Der erste Sprühstoß gerade war etwas fleckig, also mach den ersten Sprühstoß bloß woanders hin. Das, was danach rauskommt, ist aber ganz toll fein. Und? Jetzt gerade sieht man noch nicht so viel, weil es noch recht nass ist, aber es ist auf jeden Fall nicht zu glitzerig, sag ich mal. Das finde ich gerade ganz schön. Dann wird das wahrscheinlich auch nicht, den als Highlighter zu benutzen. Aber wir versuchen es gerade einfach mal. Ich gehe da jetzt einfach mal rauf und nehme mir ein bisschen, um das hier hinzumachen. Sieht man da irgendwas? Ich glaube, so kann man das Ding nicht benutzen. Ich versuche es aber mal. Oh, hoppala. Es kommt dann bestimmt auch so ein bisschen drauf an, wenn man das schichtet. Könnte das sein, dass das noch ganz gut rauskommt? Ja, ich finde, hier vorne sieht man das jetzt so ein ganz kleines bisschen. Es ist aber dann doch eher ein subtiler Highlighter, wenn man ihn so benutzt. Aber ich glaube, das war jetzt einfach nur mal ein Versuch. Ich werde das jetzt nochmal schnell auf der Wange versuchen, hier so. Da funktioniert das aber. Guck mal, das ist dann ganz fein. Das war jetzt am Auge bestimmt einfach nur ein bisschen, weil das da eh schon so voll ist quasi. Das ist ganz fein. Es ist jetzt nicht so, dass man extrem Angst haben müsste vor dem Zeug. Tatsächlich nicht. Oh, hier finde ich es aber echt schön. Schaut mal. Ganz subtil. Das gefällt mir aber. Ich habe nicht mal einen Blush drauf, guck mal. Aber das finde ich echt schön. Doch, doch, das gefällt mir gut. Also selbst als Fixing Spray müsste das echt richtig gut durchgehen. Wie gesagt, es muss gut sein, wenn es hier drin ist. Hier kommt nichts rein, was Mist ist. Das ist gut. Und darauf kann man sich tatsächlich auch verlassen. Also es ist echt nicht eklig. Selbst hier, ich habe jetzt ein paar Mal auf meinen Arm gesprüht. Ich fürchte, ihr könnt es nicht mal richtig wahrnehmen, oder? Wahnsinn. Ja, also, das hat mir sehr gut gefallen, Maxim. Hast du schön gemacht. Habt ihr schön gemacht, mit Purish natürlich. Genau, ich werde jetzt noch mal ganz kurz einen Blush auftragen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss nämlich auch einmal den Akku wechseln, um die Suva-Palette auszuprobieren auf meinem Arm. Genau, so, ihr Süßen. Ich bin fertig. Mit meinem Gesicht. Ich bin so happy. Bei vielen Sachen hätte ich nicht gedacht, dass sie mir so gut gefallen. Ich bin aber total happy, dass ich heute so rumlaufen kann. Es kann sein, dass mein Blush hier ein bisschen fleckig ist. Ich kriege das aber gerade irgendwie nicht besser hin. Und genau, wir gehen jetzt nochmal an die Suva-Palette. Ich habe mich jetzt gerade dafür entschieden, den kleinen Pinsel, der dabei ist, den werde ich gleich benutzen, aber erst, wenn ich die Farben angemischt habe. Ich habe jetzt hier
irgendein von Revolution. Und Gott, womit fangen wir an am besten? Ich fange jetzt mal mit dem Gelb an. Ich rühre jetzt mal das Gelb so ein bisschen an. Okay, krass. Wir mischen jetzt hier einfach mal, genau, direkt auf meinem Arm mischen wir jetzt mal ein Grün. Wollte ich jetzt hier unbedingt auch nochmal zeigen, was ich hier die ganze Zeit mache. Also das ist wirklich gut pigmentiert. Das ist auch direkt trocken. Guck mal, das ist richtig Neon. Okay, jetzt habe ich hier mal so ein bisschen... Boah, okay, ich nehme jetzt nochmal ganz schnell Blau dazu. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es tut mir leid, dass das so unprofessionell ist. Aber guck mal, ihr könnt auch mischen tatsächlich. Mega schön. Mega, mega, mega schön. Kann man damit sogar richtig den ganzen Body anmalen? Ich meine, wenn ihr jetzt eine weiße Grundlage habt, theoretisch. Weiß jetzt nicht, ob sie dafür zu teuer ist. Vermutlich. Aber Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, wir machen jetzt noch mal kurz was anderes. Ich möchte gerne noch das Weiß testen. Ich brauche noch mal einen anderen Pinsel. Wir testen jetzt einfach alle Farben noch mal so ein bisschen an, damit ihr sehen könnt, wie die so performen. Aber wie gesagt, es kommt dann auch darauf an, wie viel Wasser ihr benutzt. Aber das löst sich hier auch super schnell. Guckt mal, alter Schwede. Das wird auch voll schaubig. Das ist so total. Das ist aber auch immer so eine gute, das ist ein gutes Zeichen. Ich habe früher nämlich auch, bevor ich meine Sachen mir ins Gesicht geschmiert habe, habe ich immer, ich will nicht sagen, ich war Künstler, aber ich habe super gern gemalt. Ich habe auch ziemlich gut gemalt tatsächlich. Und oha, oha, guckt euch das an. Wahnsinn. Ich gehe mal ganz kurz mit dem Aligner da jetzt einmal rein. Wahnsinn. Ja. Und je weniger Wasser dann letztendlich noch hier, also je pastiger dann der Eyeliner ist letztendlich, desto konzentrierter könnt ihr dann auch die Farbe auftragen, ohne dass es dann auch so ja, nachgetragen werden muss. Also es ist schon nice, ne? Gerade so für Weiß. Das Rot wird richtig kräftig rot. Ich kann jetzt gerade die Palette leider nicht hochhalten, weil ich da Wasser drin habe. Aber das wird ein richtig krasses Rot. Das ist gar nicht so dunkel, wie eben gedacht. Guckt mal, das ist ein richtig kräftiges Rot. Wahnsinn, Wahnsinn. Unglaublich. Gut, dann brauchen wir noch das Schwarz. Aber das wird garantiert auch mega sein. Dann hier auch nochmal das Schwarz. Ist jetzt gerade, glaube ich, noch ein bisschen dünn trotzdem. Sehr pigmentiert. Sehr schön. Unglaublich tolle Farben. Oh, Alter, das ist jetzt richtig. Schaut mal. Moment da. Ich das jetzt hier so abstreife. Wir haben hier so eine richtige, richtig schaumige Paste. Richtig pigmentiert. Mega. Und das dann noch am Auge. Als Eyeliner finde ich mega grandios, echt. Ja, ich bin jetzt ganz bunt, ihr Süßen. Ich kann euch die Box nur empfehlen. Wie gesagt, bei manchen Produkten, muss ich sagen, war ich gar nicht ganz so... das hat nicht sofort hey geschrien, aber jetzt, wo ich es ausprobiert habe, selbst die hier. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal mit arbeiten. Zu Halloween spätestens oder einfach als Eyeliner. Das wird mega, mega, mega cool. Ich freue mich drauf. Also, ich kann es euch empfehlen. Es lohnt sich. Ihr habt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und Maxim packt, wie gesagt, natürlich nur Produkte hier rein, die einfach gut sind. Hat sie mal wieder bestätigt. Gut, ihr Süßen. Also, wie gesagt, für ohne Code 99,90 Euro oder eben mit Code dann um die 80 Euro bekommt ihr diese wunderschöne Box und ihr tut damit eben auch noch was Gutes für die DKMS und unterstützt Maxim und Purish und so weiter und so fort. Und mich unterstützt ihr, denke ich, auch, wenn ihr die Box bestellt. Und genau, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit mir hier so ein bisschen rumzusauen. Und ja, ich freue mich, dass ich jetzt diesen Look noch den ganzen Tag tragen kann. Vielen Dank auch an Purish und Maxim. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank auch an euch, dass ihr euch mein Video angeguckt habt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.